Hallo, wir sind die Gruppe Alpaka Dash. Wir sind Jonathan, Hanno, Felix und ich bin Alina. Unsere Problemstellung war, dass viele Schüler, ganz besonders jetzt in der Zeit von Online-Unterricht, sehr viele Plattformen überprüfen müssen. Teams, Moodle, Zulip, alles Mögliche. Es ist so einfach, irgendetwas zu vergessen und dann hat man einfach mal seine Hausaufgaben versäumt, etwas nicht abgegeben und das dauert auch noch. Unsere Lösung war, dass wir alle Abgabetermine und alle Nachrichten auf einer Plattform sammeln. Das spart einem total viel Zeit. Man muss sich nicht durch alle Plattformen total lange durchklicken und man vergisst nicht auch aus Versehen eine Anwendung und damit die Hälfte seiner Hausaufgaben. Das Ganze ist auch noch serverless. Also die Schule muss das Ganze nicht einrichten. Man muss da nicht 2 Jahre drauf warten. Und das Ganze kann auch noch lokal laufen bei dir auf dem Gerät. Dabei haben wir folgende Technik benutzt. Und zwar als erstes, da wir ja keinen Server verwenden, nutzen wir einfach nur JavaScript, welches direkt im Browser ausgeführt wird. Das läuft in allen modernen Browsern, Chrome, Firefox, was auch immer. Dann nutzen wir, wie auch schon die vorherige Gruppe, Bootstrap für die grafische Darstellung, damit wir einfach ein sehr simples und trotzdem sehr gut aussehen. Und wir greifen direkt auf die APIs der Plattform vor. Eine API ist ein Application Program Interface. Das heißt, das ist eine Schnittstelle, die die Software freiwillig zur Verfügung stellt, damit andere Software auf die Daten zugreifen können. Das hat eben den Vorteil, dass wir keinen Server dazwischen haben, sondern wir greifen direkt auf die Daten zu, die zuverlässig uns übergeben. In der aktuellen Prototypfassung haben wir zwei Integrationen, einmal Moodle und Zulip. Moodle ist Open Source, weshalb wir das natürlich hier auch erstmal ganz nach vorne geschoben haben. Es ist ein viel genutztes LMS, das ist ein Learning Management System. Das heißt, dort können Aufgaben hochgeladen werden, dort können Aufgaben abgegeben werden. Aber es funktioniert auch zum Beispiel mit Video-Chat-Anbietern. Genau, und das wird halt eben sehr, sehr viel genutzt an Schulen, an Universitäten, eigentlich überall. Und da das eben auch unsere Schulen genutzt haben, haben wir das für sehr wichtig gehalten. Genau, unsere Integration greift, wie eben schon erwähnt, direkt auf die Moodle-APIs zu. Es holt sich die wichtigsten Infos dort. Der einzig kleine Nachteil ist, dass es jedoch benötigt, dass die App-Funktion von der Schule in Moodle aktiviert wird. Das ist eine Funktion, die in den meisten Fällen aktiviert ist, die allerdings auch für die offizielle Moodle-App benötigt wird. Okay, ansonsten haben wir noch Unterstützung für Zulip. Zulip ist eine Open Source Chat Plattform. Wir benutzen Zulip Jugendhakt intern, um uns zu unterhalten, auch wenn wir gerade kein Event haben. Ansonsten kann Zulip auch von diversen Schulen benutzt werden. Und deswegen hatten wir gedacht, dass wir es auch noch einbinden. Unsere Integration, unsere Webseite greift direkt auf die Zulip-API zu. Sie zeigt neue Nachrichten an und sie benötigt gar keine Änderung am Zulip-Server. Das heißt, selbst wenn die Schule irgendwie sich da nicht ganz sicher ist, die Anwendung läuft trotzdem. Nun stellen wir euch einmal einen funktionierenden Prototypen vor. Wenn man sich das erste Mal verbindet, bekommt man hier ein kleines Fenster, welches einen begrüßt zu Alpaka Dash und einem erzählt. Jetzt können wir direkt anfangen, Moodle zu verbinden. Nachdem wir alles eingegeben haben, sind wir einen Schritt weiter. Und dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, wir sehen hier, dass wir keine ungelesene Nachricht, zum Beispiel von einem Lehrer auf Moodle, bekommen haben. Und wir sehen, was wir in der nächsten Zeit abgeben müssen, beziehungsweise andere datenbezogene Infos. Wenn wir jetzt Zulip verbinden wollen, zusätzlich zu Moodle, dann gibt es hierfür auch ein Feld. Dort können wir einfach schnell alle unsere Informationen, die wir eingeben. Das funktioniert ganz einfach mit Nutzernamen und Passwort. Wir drücken auf Login und wir sind sofort verbunden in Zulip und sehen die neuesten Nachrichten aus unserem Zulip-Chat. Es gibt auch noch
Also hier haben wir nochmal die ganzen Links, die man braucht, wenn man das Programm nutzen will. Den Quellcode findet man unter github.com/jugendpakt-platform-updates. Und wir haben auch noch einen laufenden Prototyp, auf den kann man zugreifen unter alpaka-striefel.de. Dankeschön fürs Zuhören. Aber auch noch ein viel größeres Dankeschön an unsere Mentoren, Patrick und Hanno, die uns sehr viel geholfen haben bei der ganzen Einrichtung, bei dem ganzen Programmieren. Feedback ist uns immer willkommen.